war gar nicht zu wohl zumute und ein paar Tage später bekam ich Einladung, ist zu wenig gesagt, Befehl ist zu viel gesagt, also jedenfalls eine Aufforderung, ich sollte mich bei Herrn Dr. Goebbels zu einer Besprechung einfinden. Ich warf mich in Kötterweh und steifen Kragen und tippelte also in das Propagandaministerium hin. Das Propagandaministerium war an einem Platz, schräg gegenüber vom Kaiserhof, und die Fenster vom Büro von Goebbels gingen auf einen großen Platz, auf den eine Standuhr war, wo man die Zeit genau ablesen konnte. Also ich komme dort bei der Türe herein, und da steht gleich rechts von mir ein Schreibtisch mit einem SA-Mann, der sagt, Ausweis! Da ließ sich das durch und sagt, gehen Sie den Korridor entlang, zweiten Korridor rechts. Danke. Also ich gehe den Korridor entlang. Es war nicht sehr vergnüglich, es war ein weiter Korridor, der mit großen Steinfliesen gepflastert war. Die Schritte halten wieder, es war herzlich unheimlich. Also, wenn ich zum zweiten Korridor komme, gehe ich nach rechts, wieder stehen da so ein paar Leute in Hitler-Uniform, nicht mit einem Revolver und so. Jeder von denen mindestens zwei Köpfe größer als ich. Wo wollen Sie hin? Dort und dort. Den Korridor hinunter. Ich gehe wieder in den Korridor hinunter, komme dann wieder um eine Ecke, wieder dieselbe Geschichte. Und endlich komme ich zu einem Schreibtisch, wo der mich wieder um einen Ausweis fragt. Ach ja, sagt er, Sie sind der Herr Lang. Warten. Bitte schön. Also ich warte. Und dann öffnet sich eine Tür nach einiger Zeit und wieder kommt ein uninformierter Mann und sagt, bitte wollen Sie eintreten. Also ich gehe nach vorne, trete schön ein und da ist ein ganz großer, langer Raum. Und am Ende des Raums, bei den Fenstern, ist ein Schreibtisch und hinter dem Schreibtisch sitzt Goebbels. Und Goebbels kommt mir entgegen, er ist unerhört liebenswürdig und sagt, bitte Herr Lang, setzen Sie sich doch nieder. Ich setze mich nieder und ich hatte natürlich die Hoffnung, ich würde erreichen, dass das Testament des Dr. Mabuse doch aufgeführt werden konnte in Deutschland. Goebbels fing aber gar nicht davon zu sprechen an, sondern er erzählte mir, was Hitler und Goebbels eigentlich mit mir vor. Und das war Folgendes. Er bot mir also gewissermaßen und de facto die Führerschaft des deutschen Films an. Er fing aber folgendermaßen an. Der Führer und ich haben Ihre Filme Nibelungen und Metropolis gesehen und der Führer hat gesagt, das ist der Mann, der uns den nationalsozialistischen Film schenken würde. Mir war schon vorher nicht sehr angenehm zumute, aber jetzt fingen die ersten Angstschweißtropfen so langsam so das Rückgrat da hinunter zu rollen. Und ich sagte, ich bin sehr geehrt, Herr Minister. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Nicht? Ich hätte doch nicht sagen können, ich habe mir was überlegen oder sonst etwas. Und da fing er wieder weiter zu sprechen an. Und er sagte also, was er vorhätte mit Schauspielern und mit Schauspielerinnen und was für Filme gemacht werden müssten. Und dann kam er wiederum zu sprechen auf meine Tätigkeit und wie ich also alle diese Filme im Sinne der Nazis inszenieren sollte. Und dann sagte er doch etwas vom Testament des Dr. Mabuse. Er bewegte aber nie die berühmten Schlagworte. Darüber ging er hinüber. Er sagte nur, das Ende ist etwas, was ich gar nicht mag. Das Ende müsste man ändern. Dieser Mann darf nicht wahnsinnig werden, sondern er muss von der Volkswut getötet werden. Jawohl, Herr Minister, das sehe ich auch vollkommen ein. In der Zwischenzeit habe ich immer auf diese Uhr geschielt durch das Fenster, weil ich mir dachte, alles, was du machen kannst, ist abhauen. Denn was sollte ich in Deutschland machen? Ich wusste ja so, es geht mir an den Kragen, wenn ich hier bleibe mit meinem Mund. Na. Kurz und gut, ich schaute auf die Uhr und der Zeiger ging vorwärts und Goebbels redete und ich schielte auf die Uhr und plötzlich war es zu spät, auf die Bank zu gehen, um mein Geld abzuholen. Nun, dann wurde ich verabschiedet. Ich sagte dem Minister, wie sehr ich mich geehrt fühlte, nahm mir ein Auto. Ich war nass am ganzen Körper vor Angst. Fuhr nach Hause, sagte mein Diener, soll mir einen Koffer packen. Ich möchte so auf eine Woche, zwei nach Paris. Am selben Abend verließ ich Deutschland und kam nie wieder.